Dauer, das habe ich gesagt, muss das Ziel von Frankfurt sein, in die internationalen Plätze zu kommen. Natürlich gibt es da noch einen Unterschied zwischen Paris und Frankfurt, aber ich glaube, dass wir jetzt vor allem hier in Frankfurt auf einem guten Weg sind. Jetzt haben wir, ja, in den nächsten Wochen haben wir Spiele vor uns, wo wir beweisen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil wir gegen Mannschaften spielen wie ja, Wolfsburg, Leverkusen, Bayern kommen noch, wo wir uns beweisen können. Und dann können wir oder haben wir es selbst in der Hand zu zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die da oben mitspielen kann. Wir haben natürlich eine etwas andere Philosophie als der Vorgänger Niko Kovac. Wir versuchen eher offensiv zu spielen, ein hohes Pressing zu gehen. Und das ist die Idee dahinter. Jetzt haben Sie das magische Trio plötzlich da vorne, das nicht immer spielt, aber wenn es spielt, ist es magisch. Wir haben drei Stürmer da vorne, die unheimlich wichtig sind für uns. Ich glaube, Luca ist Spitzenreiter in der Torjägerliste, Sepp ist Zweiter. Das spricht einfach schon Bände. Und ich glaube, die beiden zusammen haben 17 Tore geschossen von unseren 27. Das ist eigentlich unheimlich stark. Und Ante, der anfangs gefehlt hat, der gegen Hannover reinkam, der gleich an zwei Toren oder drei Toren sogar mitbeteiligt war, der unheimlich viel Schwung reingebracht hat. Wir haben da drei absolute Top-Stürmer, die für uns unheimlich wichtig sind. Und wir haben immer gesagt, wenn wir alle gemeinsam spielen, alle zusammen spielen und füreinander spielen, dann ist es schwer, die drei aufzuhalten, weil das einfach so viel Qualität ist und so viel Wucht ist, dass es einfach schwer ist zu verteidigen. Ja, das ist ja grundsätzlich auch eine Spielidee von uns, viel zu sprinten. Das trainieren wir ja auch täglich. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir viele Sprints an den Tag legen. Das ist genau auf unser Spiel abgestimmt. Das trainieren wir, wie gesagt. Und das versuchen wir auch den Spielern zu vermitteln, dass das notwendig ist, um eine gute Leistung zu bringen. Ich bin ja geprägt von Yeboah, Okocha, Uwe Bein. Also wenn Sie so wollen, haben wir auch ein paar Magier damals gehabt in den Jahren, in denen ich natürlich die Eintracht sehr intensiv erlebt habe. Aber Freddy Bobic als Stürmer hat natürlich einen ganz besonderen Blick auf stürmendes Personal. Das liegt ihm im Blut. Wenn das irgendeiner richtig einschätzen kann, dann natürlich er auch als Mitglied dieses Stuttgarter magischen Dreiecks. Ich finde es ein herausragendes Trio. Und ich kann mich nicht erinnern, außer vielleicht die ich gerade beschrieben habe in der Vergangenheit, dass wir jemals einen solchen Sturm bei Eintracht Frankfurt auf dem Platz hatten. Sie haben etliche Trainer erlebt, natürlich in Paris auch Thomas Tuchel, jetzt ist Adi Hütter als Österreicher in Frankfurt. Was macht Adi Hütter aus als Trainer? Vor allem seine menschliche Art ist sehr, sehr gut, wie er mit den Spielern umgeht. Wir haben einen sehr, sehr großen Kader und er macht es, was das angeht, sehr gut. Er spricht viel mit den Spielern, erklärt ihnen immer die Situation. Ich glaube, ja, in so einem Kader ist einfach wichtig, dass jeder mitzieht, dass jeder die Unterstützung hat und dass keiner irgendwo links liegen gelassen wird, weil wir haben das vor allem am Anfang gesehen, dass wir jeden Spieler brauchen und das macht er sehr, sehr gut. Natürlich ist seine Spielidee, dieses offensive Fußballspielen, auch sehr gut, wobei wir auch immer wieder über die Defensive sprechen, aber natürlich, wenn es so weitergeht wie jetzt, dass wir so viele Tore schießen und die Spiele dadurch gewinnen, dann hat, glaube ich, keiner was dagegen. Aber seine menschliche Komponente sticht nochmal raus. Ich kenne ihn schon sehr lange. Also wir arbeiten seit 4 Jahren gemeinsam, aber er ist ein Freund seit 18 Jahren. In 3 Sätzen zu beschreiben, würde ich sagen, er ist ein absoluter Top-Profi und Fachmann. Er ist menschlich überragend und spricht sehr viel mit den Spielern. Es gibt eine hohe Verbindlichkeit im Umgang mit den Menschen, klare Führungsfähigkeit, einen klaren Plan im Sport, er ist nahbar und da wird man sich noch besser kennenlernen müssen, aber ich habe da, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis, durchaus humorvoll und auch emotionaler, als es auf den ersten Blick scheint. Er hat ja gesagt, er will ja nicht Freund der Spieler sein, er will freundlich sein, aber nicht Freund. Merkt man das öfter? Das schließt Nahbarkeiten auch übrigens gar nicht aus. Ich glaube, man muss einen verlässlichen, verbindlichen Umgangston und einen Stil an den Tag legen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss nicht Kumpel sein, man muss auch nicht Bruder sein, man muss auch nicht Best Friend sein. Ich glaube, einfach Verlässlichkeit ist das Entscheidende. Ja, er spricht verschiedene Sprachen auch. Das ist sein Vorteil. Ja, klar, hauptsächlich ist es Deutsch natürlich. Aber auch in der Mannschaft versteht er. Ein Großteil der Mannschaft versteht Deutsche, vor allem die Fußballsprache ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Es gibt natürlich einzelne Spieler, mit denen er dann wahrscheinlich auf anderen Sprachen redet, ich weiß es nicht, aber im Großteil verstehen wir alle Deutsch und
wenn es mal was zu kritisieren gibt, dann weiß auch jeder, worum es geht. Grundsätzlich wird natürlich Deutsch gesprochen, aber wir haben einen Übersetzer, der in schwierigen Situationen uns an der Seite steht. Aber es ist überhaupt kein Problem. Wir haben tolle Jungs, die einen tollen Charakter haben und die auch versuchen, ständig sich in der deutschen Sprache weiterzuentwickeln und zu lernen. Trotz der vielen Nationalitäten sind wir eine Gemeinschaft, sind wir ein Team. Das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Das ist keine Floskel, sondern man merkt es einfach, wir haben eine Kabine, die sehr lebendig ist, wo jeder mit jedem spricht, egal wie, auf welcher Sprache. Und es macht einfach unheimlich Spaß und man merkt, dass wir auch im Training diesen Willen haben, gewinnen zu wollen. Und die Mannschaft, die dann verliert, ist sauer, die andere ist glücklich. Und dann gibt es auch ein paar Provokationen, aber alles im positiven Sinne. Und wir haben eine Mannschaft, die unheimlich viel Spaß macht, die noch viel Spaß machen kann, die viel Qualität hat, die aber auch Charakter hat. Also ich sage, die Mischung ist gut. Wie ich gesagt habe, jetzt haben wir auch Wochen vor uns, wo wir es beweisen können, auch beweisen wollen, also ohne jeglichen Druck, sondern wir haben die Möglichkeit jetzt zu zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die sich weiterentwickelt, die oben mitspielen will und kann. Wir haben 20 Punkte nach 11 Spieltagen, das ist sehr gut schon, aber wir wollen weitermachen, wir wollen von Spiel zu Spiel Punkte sammeln und dafür müssen wir noch viel tun, die Aufgaben werden nicht einfacher. Aber wie ich gesagt habe, wir haben unheimlich viel Qualität und Charakter in der Mannschaft und das sieht man in dem Training und auch außerhalb vom Platz in der Kabine.